Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim 14. Rennen beim Großen Preis von Italien angekommen und nachdem Zandvoort ja zwar mit Punkten geworden ist, hängt dieses Rennen mir trotzdem noch schwer im Magen. Denn mir ging es da ja nur ums Prinzip, also ich hätte fair fahren können und ich wollte auch fair fahren, aber weil mich das so angekotzt hat mit diesem, was die da in diesem zweiten Sektor abziehen. Also, da ging es mir nur ums Prinzip und da wollte ich unbedingt mit Recht erst diesen achten Platz retten, um der KI zu zeigen, dass die mit diesem zweiten Sektorbetrug nicht vorankommen. Ja, aber gut, ich habe mir den Gedanken gespielt, die KI runterzustellen, weil das richtig mein Selbstvertrauen genommen hat, dass da überhaupt das auf jeder Strecke jetzt so sein könnte, aber in Italien werde ich es mal im Qualifying zumindest noch auf 90 lassen, um zu gucken, wo ich jetzt auch hier stehe. Und wenn es dann wirklich auch so schlecht ist, muss ich die KI zumindest in Italien runterkegeln. Werde es erstmal nur auf 85, wenn überhaupt. Also noch nicht so krass. 85 könnte dann auch gut sein, aber ich hoffe auch die 90 schon. Also ich will nicht unbedingt. Die 90 soll schon, ist schon eine schöne Zahl, die passt schon. Die spielen, glaube ich, die meisten. Okay, aber bevor wir jetzt hier was machen, werden wir erstmal beim Motor 2 jetzt Komponenten wechseln, denn alles jetzt im zweiten Motor reinbauen, weil Italien ist eine Powerstrecke und weil der Motor schon sehr abgenutzt, also dafür ist, und der ist etwas weniger abgenutzt, der zweite jeweils. Der hat auch schon Abnutzung natürlich, aber ich glaube, mit denen sind wir nur ein Rennen bisher gefahren, wenn ich mich recht erinnere. Und daher machen wir mal den und das Getriebe. Gucke ich immer gleich. Wenn ich wüsste, wo das Getriebe jetzt gerade ist. Ah, hier. Das wäre ganz gut, das dritte. Ah, das dritte. Aber, okay. Ach ja, auf dem, beim Getriebe ist das egal, welches man hat. Okay, das Getriebe muss ausreichen mit diesen, oh, 46% aber schon. Na gut. Aber ich will jetzt nicht unbedingt eine Strafe. Außer das Qualifying wird wirklich beschissen, sage ich mal. Okay, erstmal zum Ereignis jetzt und mal gucken, was die von uns wollen. Unser Fahrer scheint ein Problem zu haben. Du wirst benötigt. Wir machen uns Sorgen, dass das Training Latifi überanstrengt. Ich schlage vor, wir geben ihm heute eine Pause vom Trainingsprogramm und vielleicht etwas Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Akzeptieren, Aufmerksamkeit zweiter Fahrer, Kränkung zweiter Fahrer, oh, minus 5. Und das wäre genau andersrum, alles klar. Ablehnen, Rennkunst. Ja, also, ich weiß nicht. Also, Rennkunst ist schon wichtig. Rennkunst ist ja im Grunde, wie viel Fehler der Fahrer dann macht. Und minus 5 Aufmerksamkeit wären plus 7. Und das wäre aber plus 7 Rennkunst und minus 5 nur. Ich würde ablehnen, oder? Der Latifi hätte zwar die freie Zeit verdient für seine Leistungen. Ich meine, in Sandford war er klar schneller gut wegen des zweiten Sektorsbetrugs der KI. Dafür kann Latifi nichts. Ich meine, er fährt, wird ja nur von der KI gesteuert. Aber, oder er ist ja die KI in dem Fall mit. Aber trotzdem, die Rennkunst ist mir schon wichtig und deswegen kann. Gute Entscheidung. Danke. Aber gut, wenn er gute Entscheidung sagt. Ich glaube, das sagt er einfach so immer. Okay, das müssen wir noch machen kurz. Ich wollte hier mal noch was kurz gucken, denn hier wollte ich noch was machen. Und zwar, hier könnte man des zweiten Fahrers Konzentration und Tempo steigen. Steigern. Tempo wäre sogar ganz gut, aber wäre plus 1. Ich würde mal sagen, Strapazierfähigkeit diesmal. Dass das hier so alles mal ein bisschen gemacht wird, dann machen wir auch einfach hier Teamaufbau und dann, ja, es ist ja gleich von Uhr. Spielen wir einfach die Zeit vor erstmal und gucken mal weiter. Das ist jetzt da. Sehr cool. Puh. Gut, ich hoffe mal, mal sehen, ob meine Reglementänderungen bald wieder kommen. Bin ich mal gespannt. Gut. Müssen wir noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Hier könnte man das machen, aber wie gesagt, wir sparen ja an und vor allem zu teuer mache ich das auf jeden Fall nicht. Beim Chassis könnte man überlegen, aber da muss das auch noch ein bisschen billiger werden. Das würde schon, also wenn es weniger als 500 kostet, dann könnte man drüber reden, aber noch über 800 ist schon dafür trotzdem sehr viel, finde ich. Wie viel würde das ausmachen? Ja, würde nicht mal sehr viel machen, also ja, komm. Wir warten erstmal noch ab. Bis es noch billiger ist, im besten Fall. Okay, dann ja, legen wir los mit dem
Training mit dir drin. Oh, bitte aber ist kein Regenquell für nachher. Da habe ich schlechte Erfahrungen aus Sandford. Ah, natürlich soll es regnen. Ah, gut, aber immerhin diesmal nur mit diesem Sonnensymbol mit. Es kann auch sein, es regnet erst am Ende oder am Anfang. Also, es wird wahrscheinlich nicht die ganze Session durchregnen, zumindest. So wie es aussieht. Aber ich hoffe dann doch, am Anfang soll es regnen. Weil am Anfang, da geht es nur um die ersten 15. Beim Q3 geht es halt um die Wurst. Und ja, gut, ob ich da hinkomme, das weiß ich jetzt auch nicht, aber man kann ja hoffen. Italien ist trotzdem wieder eine Strecke, wo die KI jetzt nicht so unfair, also, naja, unfair, was heißt unfair? Die KI ist halt so OP in diesem zweiten Sektor einfach. Ob das unfair ist, das nicht, aber ist halt ein bisschen Betrug. Ja, geht natürlich jetzt, ja, heute läuft es nicht so. Ja. So, oh, ist ja dunkel jetzt gerade. Oh, ist sehr dunkel, wenn ich mal das treffen will. Ich mache es mal hier. Mal die 100% erstmal oder das hier. Ich klappt das besser gerade. Ja, funktioniert ganz gut bisher. Oh ja. Geringe Reifenabnutzung. Geht auch nicht schief. Witzig, das hat alles beim ersten Versuch alles geklappt. Wir können ja gleich noch mehr machen. Das erstmal und dann das. Und dann das noch erstmal. Und dann hoffen wir, dass es auch klappt. Ey, das lief sehr gut, das zweite Training. Haben wir gut ausgenutzt. Und das dritte Training. Aber Monza ist auch so eine Strecke, wo es sehr oft regnet. Daher ist es fast ein Wunder, dass es im Rennen trocken bleiben soll. Aber ja gut, trotzdem ist es keine Entschuldigung, keine Tröstung, sage ich mal, dass es im Qualifying regnen soll. So wie es aussieht. Und auch das hat beim Anhieb geklappt. Das Problem, der Problemmacher. Der klappt aber jetzt auch. Und der klappt bitte auch. Ja, haben nur über eine Viertelstunde Zeit gehabt. Okay. Meine Augen sind jetzt auch, also ich tue das hier noch am selben Tag aufnehmen, weil ich mir das nicht so auf mich sitzen lassen will, dieses Sandvertrennen. Und deswegen tue ich das jetzt noch am selben Abend, am selben Tag aufnehmen. Und meine Augen sind jetzt ein bisschen wieder kochiert, also sind jetzt wieder mehr bei Bewusstsein. Daher sollte es hoffentlich sowieso schon von der Konzentration her besser funktionieren. Hoffe ich. Aber erstmal gucke ich mir an, was hier jetzt an. Ah! Sehr cool, das ist dieses ganz billige, was es nur noch 805 kostet. Aber es geht halt in kleinen Schritten immer besser. Das hat auch schon ganz schön viele Prozente minus. Das ist nicht so viel und das ist das. Okay. Ja, okay. So. Und dann geht's auf ins, ja, Qualifying. Ich sehe schon kommen, wie irgendwas schief läuft. Ich sehe schon kommen. So, okay, let's go. Bringen wir es hinter uns. Ah, bitte fängt's am Anfang ist doch schon an damit. Ah, natürlich nicht. Ach, ja, natürlich regnet es nicht am Anfang. Es wird erst irgendwann nass werden. Ah, toll. Ah, gut. Bringen wir es hinter uns. Komm. Ich mache es einfach mal kurz hier wieder Licht an. Ich überhaupt sehe, wo ich hier lang fahre. Puh. Das habe ich schon Bammel. Also, ich will mich heute jetzt nicht blamieren unbedingt. Am Monza ist immerhin eine Strecke, die mir definitiv liegt. Also mehr liegt auf jeden Fall. Die erste Schikane finde ich immer nur schwer. Das Anbremsen zu finden und dann auch bei der ersten Runde, das ist nicht ohne. Und dann im Regen nur noch, ach du Schande. Ich kann nur hoffen, dass das ein bisschen nicht kommt. Vielleicht nicht vor Bremsen. Oh ja, das war ganz gut.
Oh ja, so gut, wenn das so sauber wäre, ich weiß nicht, ob das schnell war, was ich da gemacht habe am Anbremsen, aber zumindest war es mal sauber. Das gelingt mir auch nicht immer an dieser Schikane, wer sich noch in der letzten Saison dran erinnert. Aber die ist genauso ein Desaster für mich. Da fahre ich lieber ein bisschen langsam durch. Immerhin sauber, das kann mir jetzt gerade niemand mehr nehmen. Oh ja. Also wenn das hier bei meiner ersten Runde ist und schon sauber wird, das wäre schon klasse. Aber schnell wird es bestimmt noch nicht sein, weil ich mache schon ein bisschen vorsichtig, wenn man das sieht. Aber ich bin trotzdem lila im Mittelsektor. Okay. Falls die Uhr erstmal hier ein bisschen sachte durch. Oh, Alter. Das ist eine saubere Runde einfach. Aber eine richtig saubere. Das bin ich gar nicht mal so gewöhnt von Monza. Dass das auch mal eine komplett clean Runde werden kann. Oh ja, auch diese Kurve. Also, es war wirklich eine saubere Runde. Keine Fehler. Wirklich keine. Nicht mal eine einzige. Und das ist auch. Oh, Bestzeit vor Leclerc? Also, ich glaube es nicht. In Sandford übelst shit und hier auf einmal wieder König gefühlt. Okay, ich fahre jetzt trotzdem in die Box, weil. Das könnte doch schon reichen, oder? Ja gut, bevor Leclerc in der ersten Runde. Wie geht denn das? Wie geht denn das bei der ersten Runde? Klar, die ganz großen, die beiden Mercedes und Red Bull sind noch nicht gefahren. Aber vor den beiden oder vor den beiden McLarens und beiden Ferraris. Oder ein Ferrari erstmal, das kann sich schon mal sehen lassen. Aber mehr als sehen lassen. So. Also. Ich bin aber, boah, ich bin ja vor allen, die schon gefahren sind bisher. Ja, aber gut, da kommen halt Perez, Verstappen, Hamilton und Bottas noch. Und Sainz, wo ist. Sainz auch noch. Aber ich glaube, Sainz 26. Der hat keine Bestzeit. Und ich habe welche Bestzeiten? Die von den letzten beiden Sektoren. Im ersten war ich auch nicht weit langsamer als der bisher schnellste. War mal kurz Zeit hochspulen. What? Nein! Als ob ich Erster bin. Was? Hamilton, Verstappen? Was haben die denn gemacht? Siebter, Achter, Sechster Perez. Nur der Bottas, der im Mercedes ist, der ist noch einigermaßen gut. Was haben die? Ich bin. Wo? Wie weit bin ich vor dem anderen? Also, eine 20-2 gegen meine 18-9. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die mich noch rauskegeln, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also, ich glaube, ich bin safe, oder? Ich kann doch drin bleiben. Also, hoffentlich ist es keine Fehlentscheidung, aber. Ganz ehrlich, die müssten über eine Sekunde noch finden. Selbst die langsamsten. Man kann das jedem zutrauen, aber ich denke, die meisten bleiben nur drin, oder? Ist es mein erster? Als ob mein erster Sieg in einem Qualifier. Was geht denn hier ab? What? In Sandford absolut unterlegen, wirklich. Total beschissen. Und jetzt. Mit einer Runde auf P1. Mit 90 KI. Ich habe die wirklich gelassen. Also kann man hier in den Einstellungen vielleicht gucken. Hier gerade nicht. Aber ich kann die ja dann mal zeigen, dass die wirklich auf 90 noch ist. Nicht irgendwie runter. Oh, und Vater. Oh, Latifi. Oh, ich habe den 1,3 Sekunden abgenommen, dem Latifi. Was? Beide Aston Martins raus. Schmick ist weiter im Williams. Ach du Schande. Was ist denn das für ein Q1? Er war auch eng an der Spitze, also Leclerc, aber auch Leclerc im Ferrari, Alter, wow. Also wir beide waren nicht stark, aber umso mehr ist es jetzt so ein bisschen mein Herzklopfen, dass ich jetzt in Q2 oder Q3 vermassen könnte. Noch dazu kommt der Regen, also wenn er kommt. Aber was ist denn das für ein geniales, boah, mein erstes Qualifying gewonnen. Leider war es nicht Q3, das hätte ich mehr mitgenommen, wenn es Q3 jetzt gewesen wäre. Aber gut. Okay, wann soll es regnen kommen, soll es jetzt schon regnen bleiben? Oh, ist schon bewölkt. Wann ist die Wettervorhersage? Ja, mit Mediums brauche ich gar nicht versuchen, glaube ich. Ich glaube, ich muss mich lieber konzentrieren. Mit Softs. Habe ich überhaupt frische Softs? Sekunde. Habe ich frische Softs jetzt gerade aktiviert? Ja. Habe sogar einen Satz gespart. Muss nicht nochmal raus mit frischen. Perfekt. Wenn mir nochmal so eine Runde jetzt gelingt, würde ich mitnehmen. Aber das ist so meistens so ein bisschen schwer. Das ist meistens so eine einmalige Runde. Und leider ist mir die im ersten Qualifying gelungen und nicht im letzten. Also, wenn es im letzten das gewesen wäre, dann hätte ich sofort unterschrieben. Aber leider war es ja erst das Erste. Aber das macht schon mal Mut, dass die Pace da ist. Und dass ich vor allem jetzt wieder da bin nach Sandford. Desaster.
Das Zahnverdrehen scheint ich ein bisschen gut verarbeitet zu haben. Aber trotzdem, aber ich habe die Latifi 1,3 Sekunden aufgepumpt. Wow. Also in Zahnfurt hat der mich ja eigentlich noch komplett zerstört. Und in Ungarn und in Österreich. Aber jetzt vollkommen bei mir. Okay, jetzt keinen Fehler machen. Beim Anbremsen. Jetzt lieber wieder fühlen. Runterbremsen. Lieber vorsichtig. Oh, und das ist ein Dreher. Ja gut, den mache ich jetzt mal rückblendet. Das ist ein Dreher. Das wäre jetzt kein... Obwohl, soll ich den... Naja, ich mache einmal. Es war ein Dreher. Es war jetzt nicht irgendwie, ne? Ich weiß noch nicht, wo bremsen. Ich fahre wieder fühlen langsam hier durch. Ja, lieber sauber fahren. Das war einmal rückblend, das ist mal erlaubt. Einmal. Hätte er dann noch eine Runde gehabt. Na, das heißt, die hätte dann auch klappen können, daher ist mir erlaubt. Aber diese Schikanen, die habe ich schon immer Angst und Respekt. Oh, oh, ja, okay. Ah, das ist schon ein bisschen schwierig. Das war jetzt ein bisschen hoch, aber es war sauber trotzdem. Würde ich sagen, dass es sauber war, zumindest. Puh. Also, mein Puls ist gerade schon hoch. Mit dem Platz 1, da rechne ich mir natürlich schon einiges jetzt aus. Puh, oh Mann. 1,18,8, Perez. Im Mittelsektor jetzt war leider auch nicht lila wie vorhin. Aber das war dafür sauber. Also dieser letzte Sektor liegt mir auch ganz schön ganz gut. Also da machen wir nie Fehler bisher. Puh, ich glaube, jetzt wird es nicht für Platz 1 reichen, weil es war noch diesmal wirklich vorsichtig. Womöglich noch vorsichtiger als vorhin. Aber ich fühle ihn ja mal raus. Oh ja, perfekt. War zumindest gut im letzten Sektor. Eine 1. 19,4. Hinter Alonso allerdings. Aber vor den beiden Ferraris wieder. Das macht, kann auch Mut machen. Ah, ich bin jetzt vorsichtig beim Anbremsen leider. Ja, es war vorsichtig. Zu vorsichtig. 3 Zehntel liegen lassen, weil ich zu vorsichtig war. Ja, P4. Kann man sich drauf verlassen. Die Ferrari sind hinter mir schon mal. Was erstaunlich ist, dass Alonso so gut gerade ist. Ich meine, die Ferrari sind vor mir. Hinter mir. Oh, das war noch, da habe ich noch mal gut Zeit gefunden. Da war ich vorhin sehr vorsichtig, ich weiß. Ich kann ihn noch mal versuchen, eine bessere Zeit gleich rauszuballern. Oh. Wir haben nur noch eine Runde. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ja gut, ich glaube, fahr lieber O in die Box, weil das soll ja dann um einen Stadtreifen sein. Ah, P5, was haben die Ferraris gemacht? Also das war jetzt auch nicht so optimal, ne? Ja. Zunoda hinter mir, Sainz hinter mir, Leclerc hinter mir momentan. Aber Alonso hat bestimmt eine bärenstarke Runde. Ich meine, ich bin noch nicht meilenweit weg von Perez. Es waren 6 Zehntel. Gut, 6 Zehntel ist schon fast eine Enttäuschung dafür, dass, ja... Wir denken, es wird ein wenig regnen. Oh. In etwa 15 Minuten. Garage, ich will jetzt nicht Geht's unbedingt... Los. Geht's los? Okay, danke. Wo sind wir erstmal? Jetzt nach dem ersten Run. P5 immer noch. Vor... Oh, Mick in... Na gut, von einigen, die noch keine Zeit haben. Okay. Jetzt haben alle eine Zeit. Ich bin 7. Okay, wie weit von der Abfußzone? Ja, das sind Norris und Leclerc und Sainz ist es zuzutrauen. Oh, 2000stel gerade noch vor Sainz. Also, boah. Aber ganz eng auch hinter. Was macht denn Hamilton? Der ist hinter Alonso. Was? Also, jetzt Verstappen ist wieder da jetzt. Bottas ebenfalls. Na gut, der war auch vorher da. Und Perez auch. Aber was macht denn Hamilton? Der ist gerade mal minimal auch wieder nur langsamer als sich und hinter Alonso und. Überhaupt, ne, fast eine Sekunde hat der Verstappen vor Hamilton, also was macht denn der bisher? Aber ich muss auf jeden Fall nochmal fahren, also darauf, auch mit Friesen setzen, also dann habe ich jetzt nur am Ende einen Satz und ich mache wieder 2 Runden und lieber habe ich dann lieber safe in Q3 sind als jetzt pokern, einen Satz zwar sparen, aber am Ende fliegt man raus, das will ich jetzt nicht riskieren. Wäre jetzt nicht so gut, wenn das mir passieren würde. Hab schon mal in Belgien gepokert, weil es da geregnet hatte und ich dachte, da verbessert sich eh keiner mehr. Dann hat es wohl nochmal aufgehört und dann, ja, dann war das halt. Das wäre jetzt so ähnlich, nur dass es noch gar nicht regnet, aber dass ich trotzdem hätte verbessern können eben. Ich hoffe, ich vermassle jetzt auch die Runden nicht. Und ich muss auf jeden Fall in der Kurve 1 wieder ein bisschen aggressiver sein. Ein bisschen später bremsen, aber auch nicht zu spät. Weil jetzt fahren die ohne alle raus. Oh. Na, ich rechne mir heute schon einiges aus natürlich. Oh, jetzt kommen die alle raus, oh nein. Aber die machen wenigstens Platz für ihn. Oh, weit auf dem Körb.
Ja, war nicht gut. Nee, es war mal verloren, aber trotzdem. Nicht eine Zehntel hinterher. Es ist trotzdem noch nicht verloren in dieser Runde. Hilfreich so. Weil Tsunoda ist auch auf 9. Auch ungewöhnlich für ein Alpha Tau, also für Tsunoda. Oh ja, ich habe noch was rausgeholt. Eine Zehntel jetzt. Eine Zehntel habe ich hier doch noch mal gefunden auch. Oh ja. Und auch diese Zehntel kann am Ende wichtig sein, das war weit raus. Ah. Habt ihr ein bisschen DRS jetzt und Windschatten? DRS sowieso, aber auch Windschatten jetzt von dem Ferrari. Oh nein, von Norris und da wird nicht Platz machen, oder? Ah, nee, die Runde ist Mist. Ich könnte mich aber jetzt gleich ziehen lassen von Lando. Das kann ich machen, ja? Das kann ich machen. Aber hab nur eine Runde. Kann reif sein, dass es reift, aber ich würde mich von ärgern, wenn das jetzt nicht reift nach diesem Triumph im Q1. Aber so extrem eng beisammen, ne? Also, okay, jetzt kann ich mich sogar noch ziehen lassen von dem Lando. Bin vielleicht fast sogar zu nah dran. Aber zum Glück fährt er auch schnell. Und ich kann mich vielleicht dann wieder so anbremsen. Ohne irgendwas Harakiri-mäßiges zu machen. Okay. Oh ja. Das habe ich gut gemacht. Obwohl, gar nicht mal so gut. Nee, war gar nicht gut. Aber ich kann mich trotzdem ziehen lassen. Und es regnet. Es fängt an zu regnen. Oh. Könnte auch interessant werden jetzt vielleicht für die Session, oder? Oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das. Oh ja. Das habe ich ganz gut gemacht. Das habe ich sehr gut gemacht. Oh, es regnet. Jetzt wird es interessant. Fängt es noch richtig stark an. Jetzt. Oh, ich bin aber gut unterwegs. 3/10 sind es dann jetzt fast. Fast 3/10. Knappe 3/10. Noch ein bisschen ziehen lassen. Oh ja, es war ganz gut. Ich bin, glaube ich, näher dran an Norris sogar. Vielleicht näher dran an Norris. Oder ungefähr genauso gut. Das heißt, unsere Zeiten sollten identisch sein dann. Aber nochmal 2/10 gefunden. Die sind wichtig, ganz sicher. Ja, Platz 7 war es gerade. Hat das, ist es wirklich Platz 7? Oder hat sich doch noch so viel verbessert, dass ich doch noch rausgeflogen bin? Aber die 2/10 waren wichtig. Die waren hundertprozentig wichtig. Ja, Platz 7, let's go. Und Hamilton! Boah, der wäre fast vom Rausfliegen gewesen. Und das nicht mal durch Pech? Oder nicht mal durch irgendwie Unglück? Der hat anscheinend heute nicht die Pace oder was? Ja, boah, das ist auf 2 und 6/10 vor Hamilton. Also, wow. Was ist denn hier so alles? Ich habe Gasly draußen. Das ist auch ein bisschen eine Überraschung. Ja, und Alonso, Alter. Der ist ja bärenstark. Also, okay. Ah, jetzt kommt der Regen, glaube ich, ins Spiel, oder? Ich wette, dass der Regen jetzt ins Spiel kommt. Ah, scheiß Regen. Da kannst du mir wieder kaputt machen. Sind wir von, ja, wir sind schon auf Intermediates, okay. Jetzt wird aber interessant. Soll es sogar wieder aufhören am Ende? Soll es wieder? Es regnet schon doll, ja. Soll es wieder aufhören? Ja, es soll aber jetzt für 10 Minuten doch so sein. Keine Ahnung. Ich werde erstmal für Intermediates gehen. Was anderes bleibt mir ja fast nicht übrig. Hätte man es noch mit Soft versuchen können? Ja, aber da haben die jetzt alle Soft, ich weiß schon. Am Ende machen die es, versuchen die es alle mit Soft. Ich werde es schon so kommen sehen. Und sollte ich einfach mal wagen, doch mit Softs zu fahren. Ah, nee, ja. Der Regen, der wird es mir kaputt machen. Da wird mich am Ende wieder nur auf Platz 10 bringen, weil es wieder Regen ist, ja. Nicht so gut bisher. Im ersten Training, im ersten Qualifying sogar erster, im zweiten dann auch okay, siebter. Auch nicht meilenweit weg von der Spitze und jetzt wird es eine Katastrophe, ich weiß schon. Und ich weiß, hier muss man glaube ich viel zeitiger bremsen. Ja, weil es viel schwierigere Bedingungen sind. Okay, aber zumindest war es sauber. Zumindest das kann mir jetzt gerade niemand mehr nehmen, es war sauber. Aber jetzt kommt noch die zweite Schikane, die auch sehr schwer ist. Ja, ganz okay. Ja, das war sogar sehr gut. 1,27,3 von Verstappen, merken. Aber die Runde ist bisher eigentlich sogar ganz sauber. Für meine Regenverhältnisse, für meine Regenfahrenkenntnisse ist die Runde ganz clean. Und ich glaube, der Ferrari fährt mir auch nicht so davon. Wenn überhaupt. 1,27,2.
Bottas, okay. Und bin die dann. Alter. Das war jetzt nicht so optimal, aber trotzdem. Im zweiten Sektor war ich gerade wieder. Und die Großen sind auch schon gefahren gerade. Boah, mein Herz rast ich schon. Also das ist heute wirklich trotzdem was Großes möglich. Oh, Alter. Jetzt hier nicht noch vermasseln. Ja, weit raus, war nicht ideal, aber trotzdem. Eine 1. Alter. Nein. Eine 1,26. Oh, Perez. Was? Erste Stadtrennen gerade. Bin 36.000 hinter Perez. Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, ich verliere hier fast das Auto. Ja, ich weiß nicht. Oh, Mann, mein Herz rastet. Okay, komm, in die Box. Oh Gott. Wer hätte das gedacht? Zandvoort, ein Desaster. Und hier fahre ich wo um die Pole oder was? Ey, wie geht denn das? Wie geht denn das? Ja gut, Hamilton. Okay, Hamilton hat sich noch verbessert. Dritter. Aber trotzdem, Dritter. Überhaupt, was haben die? Ist irgendwie heute verrückt. Also, jetzt ist Hamilton auf einmal wieder da. Und Bottas und Verstappen sind so weit hinten. Hä? Also heute ist irgendwie jetzt ist komplett komisch gerade. Okay, also der zweite Sektor war mein Highlight. Wir haben überlegt, wo verlief am meisten? Im zweiten natürlich nicht, da bin ich sogar lila. Im ersten bin ich eine knappe Zehntel hinter Verstappen, der ist aber nur Achter. Von dem schnellsten Hamilton bin ich nur ein paar Tausendstel hinter dem. Und der hat halt den ersten Sektor lila und da verliere ich so, ja gut, so über 2 Zehntel, aber allein nur im ersten Sektor. Wenn ich da noch was besser mache und im zweiten ungefähr genauso gut und im dritten vielleicht auch besser, wenn es geht. Ja gut, geht vielleicht wirklich besser, weil in der letzten Kurve bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Da kann man vielleicht sogar wirklich noch was finden. Im ersten Sektor weiß ich nicht. Und erstmal muss mir noch eine gute Runde gelingen. Ich weiß nicht. Soll ich mit Softs raus? Oh, es ist wieder so schwer. Wenn die jetzt alle mit Softs fahren. Ja, aber es sind keine Softs-Bedingungen, oder? Niemals. Und deswegen fahre ich auch lieber nochmal mit Intermediates trotzdem. Und fahre jetzt von raus, um das nochmal reinkommen zu können. Und vielleicht, wenn ich sehe, die fahren alle Softs. Und ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen taktisch anwenden gleich und werde mal gucken, sind da schon welche raus überhaupt wieder? Ja, sind sie. Und ich werde mal ganz gucken, fahren die mit Softs etwa? Nee, die fahren alle mit Intermediates, okay. Dann habe ich nichts falsch gemacht. Also nicht, wenn ich dann wieder mit Intermediates das einzige fahre, die fahren alle Softs und bin damit der 10. nur weil ich zu langsame Reifen hatte. Ist mir alles schon passiert. Aber Platz 3, wenn das so bleibt, würde ich mitnehmen. Oh, ich zitter aber jetzt schon. Sekunde. Ich muss mich nochmal kurz sammeln. Und ich zitter wirklich. Also so ein gutes Qualifying. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja schon noch ein bisschen gebrochen nach Zandvoort. Und jetzt, man kann hier, Sekunde, ich sehe nochmal kurz die Einstellung. Das kann ich gerade mal zeigen. Hier. Ich kann es zeigen. 90, oder? Sieht man's? Ja, 90. Also ist nicht runtergekegelt, nur wegen Zandvoort. Ist wirklich noch 90. Und das sieht man einfach. Zandvoort katastrophal. Hier könnte ich um die Pole mitfahren am Ende noch. Aber ob das die Pole wird, ich würde auch nicht die Pole mitnehmen. Ich würde von zweite Stadtreihe, dritte Stadtreihe meinetwegen auch noch mitnehmen. Okay, jetzt sammeln, okay. Ich denke, ich habe jetzt nochmal ein bisschen meine Hände ein bisschen, weniger sanft gemacht. Oh, nochmal, so. Okay, der erste Sektor. Wenn der mir nochmal gut gelingt, dann. Da bestehen aber noch. Also der Alpine zum Beispiel bleibt wohl in der Box oder fährt er noch raus? Wenn nicht, dann bin ich schon mal maximal 9. Wenn der Alpine jetzt auch nicht mehr rausfährt. Dann kann es nicht schlimmer als 9. werden schon mal. Dann bin ich schon mal nicht 10. wie in. Ja gut, wie in meistens dann. Oh nein, na, viel zu spät, ja gut. Ja, ungültig. Eine Runde habe ich noch. Okay, das war viel zu spät. So kann man natürlich auch dann eine Bestzeit fahren, aber leider sind ja die Regeln an. Aber gut, ich mache so keine Rückblende, das wäre ja unfair. Das passiert halt. Ja gut, Lila. Lila, ja komm, ich kürze gleich ab, um noch schneller über die Linie zu kommen. Und vielleicht sogar noch 2 Runden schaffen zu können, wenn ich jetzt schnell abkürze und schnell die Runde beende. Aber ich glaube kaum, dass das möglich ist, oder? Ja, ich glaube, das ist kaum möglich. Schätze ich leider. Aber ich bin noch nicht mal ganz im zweiten Sektor. Oder so. Ja, no, es ist auf 4. Hat sich da gerade verbessert? Wenn ja, dann ist das sehr gut. Dann wäre der schon mal hinter mir. Aber ich weiß nicht, oder war der schon die ganze Zeit auf da? 2-mal lieber sogar. Ja gut, wenn das mir auf einer fairen Runde, auf einer nicht unfairen Runde passieren würde, wäre es eine Traumrunde. Und das wäre schon fast die Pole. Wäre schon die Pole, definitiv. Das Wetter wird sich für mindestens 10 Minuten weiter verschlechtern. Okay.
Ah, sogar verschlechtern, ja. Auch wenn das sich das verschlechtert, dann machen wir sogar Hoffnung. Aber die fahren alle über die Linie und verbessern sich nicht, oder? Oder fahren, beginnen die jetzt erst ihre Runde? Das kann nicht auch sein. Ja, dreimal lila. Aber gut, jetzt geht meine richtige Runde los und haben nur noch eine Runde leider. Ich habe keine Ahnung, wo bremsen. Ah, nein, nein, nein. Okay, das mache ich dann doch einmal. Ich habe gerade geschlafen. Einmal. Wenn es mir jetzt passiert, mache ich nichts mehr. Versprochen. Wenn mir überhaupt irgendein Fehler passiert, mache ich nichts mehr. Nur ich habe jetzt hier so ein bisschen gerade geschlafen. Jetzt. Ja, wieder. Passiert mir wieder. Geht nicht mehr besser. Auch wenn das sogar jetzt hier... Ja, gut. Das war's. Ich muss nur hoffen, dass es jetzt nichts Schlimmeres wird. Also nicht wirklich nur Platz 9. Ja, Platz 9 ist es maximal. Die Pole habe ich jetzt vermasselt. Aber ob die drin gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Ah, ja, nochmal abkürzen. Ah, hab sogar noch was rausgeholt. Und hab eine Verwarnung bekommen, okay. Ja, aber so will ich glaube die Pole auch nicht holen. Na, also, so will ich sie dann auch nicht holen. Also, wenn ich mich verbessern würde, würde ich vielleicht mit Absicht vom Gas gehen. Weil es war schon sehr abgekürzt. Aber witzigerweise nur eine Verwarnung. Ricardo ist aber hinter mir. Norris auch. Also, wenn es Platz 3... Ah, aber Hamilton... Ah, nee, das Hamilton, okay. War gar nicht Bottas. Okay. Auch der Ferrari ist durch. Wenn es Platz 3 bleiben würde. Ja, ich könnte jetzt die Pole fahren, aber ich weiß nicht, ob ich die annehmen würde. Ich glaube, ich werde die abbrechen, weil das wäre mit Abkürzen, so will ich die auch nicht holen. So will ich die Pole auch nicht holen, muss ich sagen. Ja, Bottas verbessert sich aber noch, leider. Ah, oder falls sie doch. Ja, ich gehe ein bisschen vom Gas. Okay, und verbessere mich jetzt. Aber habe ich nur Platz 5 am Ende. Habe ich noch ein bisschen verbessert? Bin mit Absicht vom Gas gegangen, weil so will ich die Pole auch nicht fahren. Also mit Abkürzen, nee. Dann nehme ich wohl gerne Platz 5 in Kauf. Wenn es Platz 5 war am Ende. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Verstappen und Sergio Perez. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, es ist echt verrückt. In Sanford nirgends, auf Platz 11 im Qualifying, abgeschlagen irgendwo. Im Rennen war es lief noch schlechter. Gut, das Rennen kann jetzt auch noch schlechter laufen, aber ich hoffe es einfach mal nicht. Und nebenbei, 3 Zehntel, nicht mal 4 Zehntel weg, haben wir am Ende noch verbessert. Das wäre ohne den Abkürzen nicht geworden natürlich. Aber trotzdem, na meinen Sie mal. Und es ist unglaublich manchmal. Ja, Platz 5 am Ende ist fast schon schade, aber trotzdem. Wir sind vor dem Ferrari, ist mir klar, und so, wir sein müssen mit dem Auto. Also ich meine, das müssen wir wirklich sein. Und jetzt haben wir mit Punkten, aber wie gesagt, das war nur ein Prinzip, sonst hätte ich keine geholt. Aber unglaublich, also wenn das Rennen jetzt mindestens auch Platz 5 wird, wenn nicht sogar besser, wenn nicht Podium, wenn nicht sogar Sieg drin ist, meine 4 Zehntel sind es nichts. Und diesmal hat der Regen mich auch nicht beeinflusst. Also diesmal hat der Regen nicht, war der Regen nicht schuld, dass ich schlechter war. Ich meine, auch wenn ich mich nicht verbessert hätte, wäre ich Fünfter geworden. Aber das waren am Ende nur 50.000stel. 51.000stel vor Sainz und habe mich noch ein bisschen verbessert, bilde ich mir ein. Wie eng war denn das dann davor? Also es muss wahrscheinlich um minimale Tausendstel gehandelt haben vor Sainz. Also das war schon sehr viel Glück, oder? Und ja, aber ich hätte die Pole geholt, weil es waren 15. Verbesserung. Damit hätte ich die Pole geholt. Aber wie gesagt, so will ich die Pole nicht holen. Wenn, dann will ich sie holen, wenn ich sie fair und vor allem ohne Abkürzen. Also so wie ich sie eben in Q1 hingebracht habe. So fehlerfrei und P1. Ohne Urb abkürzen, na? So würde ich, hätte ich die Runde jetzt auch dann unternehmen. Aber Platz 5 ist genial. Monza, genial. Besser kann's, hätte es nicht laufen können. Haben wir hier irgendwie Verwarnungen? Außer meine. Ja, dreimal sogar. Ja gut, ungültig Rundenzeit, das weiß ja jeder, na? Das war ja... Einmal Verwarnung für dieses letzte Runde abkürzen. Und was das andere war, weiß ich nicht, aber ist egal. Boah, was für ein geniales Qualifier, na? Das nehme ich voll mit. Gegen Norris gepunktet, auch wichtig. Ja, aber das zeigt einfach nur, das liegt an den verschiedenen Strecken, wie gut man ist. Sanford katastrophal, Monza liegt mir und perfekt läuft's. Ja, also ich tut dann doch nicht immer die KI jetzt auf 85. Lass die, glaube ich, auch im Rennen jetzt bei 90. Hat mir Hoffnung gemacht, dass das so gut jetzt lief. Und ja gut, dann sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal beim Rennen. Dann hoffentlich ein gutes Ergebnis auch im Rennen. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.